Hyperthermie. Eine Behandlungsmethode, deren Wurzeln weit in die Geschichte hineinreichen. Eine Behandlungsmethode, die Leben retten kann. Eine Behandlungsmethode, die trotz guter Studienlage immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, sagen wir. Und wir, Rosi und ich, möchten einen Teil dazu beitragen, dass die Hyperthermie den Stellenwert erhält, den sie verdient. Heilung durch Wärme. Hyperthermie setzt auf eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers, die Erzeugung von Fieber. Die Behandlung durch Überwärmung des Körpers gilt als eine der ältesten Heilmethoden und hat sich in fast allen alten Kulturen etabliert. Bereits 500 vor Christus schrieb der griechische Philosoph Parmenides: Gib mir ein Mittel, um Fieber zu erzeugen, und ich heile alle Krankheiten. Bis in die heutigen Zeiten der Hochmedizin ist das Prinzip als nebenwirkungsarme Behandlungsmethode anerkannt und durch weltweite Studien bestätigt. Menschen mit den unterschiedlichsten Erkrankungen könnten von einer Hyperthermiebehandlung profitieren. Dazu zählen unter anderem Rheuma, Fibromyalgie, Asthma und auch Krebs. Bei einer Hyperthermiebehandlung wird der Körper künstlich in einen fieberähnlichen Zustand versetzt. Durch die Erhöhung der Körpertemperatur wird eine natürliche Modulation des Immunsystems ausgelöst, wodurch die Selbstheilungskräfte aktiv werden. Dies beschleunigt nachhaltig die Genesung. Im Fieberzustand werden Krankheitserreger eliminiert, Stoffwechselvorgänge beschleunigt und die Entgiftung des Körpers läuft auf Hochtouren. Die Studienlage zur Hyperthermie bei Krebs ist mittlerweile so gut, dass selbst von Seiten der Schulmedizin die positive Wirkung nicht mehr abgestritten wird. Trotzdem müssen die Patienten in den meisten Fällen bei der Finanzierung dieser Behandlungsmethode immer noch in die eigenen Taschen greifen. Wir finden das falsch und laden dich ein, uns durch diesen Film auf eine spannende Recherchereise zu begleiten. Tauche mit uns ein in die Welt der Wissenschaft, in verzwickte Strukturen von Politik und Gesundheitswesen und in die Realität von betroffenen Menschen. Lasst uns gemeinsam etwas bewegen, denn es ist an der Zeit. Es ist ein wunderschöner Oktobertag. Ich mache mich auf den Weg zu Rosi, um sie über ihre Heilungsgeschichte zu interviewen. An diesem Morgen ahne ich noch nicht, was für eine engagierte und tatkräftige Frau ich kennenlernen würde. Und dass durch unsere Begegnung nicht nur eine gute Freundschaft, sondern auch ein großartiges Projekt zustande kommen würde. Alles begann in einem kleinen Atelier, das sie sich mit einem befreundeten Künstler teilt. Rosi ist Grund- und Hauptschullehrerin, hat Kunst und Musik studiert und war viele Jahre im Schuldienst tätig. Aus Liebe zu den Kindern und aus dem Wunsch heraus, etwas zu verbessern, ist sie des Öfteren über ihre Grenzen hinausgegangen. Das hat mir eigentlich auch alles viel Freude gemacht und Spaß gemacht und ich kam auch mit den Kindern prima zurecht, aber ich wollte immer das schwierige Schulsystem kompensieren, das doch sehr leistungsorientiert ist. Und habe dabei gar nicht gemerkt, dass meine eigenen Belange, Bedürfnisse, auch mal nach Ruhe und mal abschalten können, dass die immer weniger wurden.
Also ich habe mich einfach überengagiert. 2011 kommt es dann zur Diagnose. Brustkrebs. Ein Moment, den sie nie vergessen und der ihr Leben verändern wird. Wie das so vielen geht, das kann man ja erst gar nicht fassen. Also man steht da erst so im Nebel und denkt, soll ich das sein? Bin ich im falschen Film oder so? Ja, also das ist ja eine ganz komische Situation. Rosi hat Glück. Nach 3 Operationen bekommt sie die Nachricht, dass die Wächterlymphe nicht befallen ist. Das bedeutet, dass der Tumor nicht gestreut hatte. Trotzdem wollte man ihr, so wie es standardmäßig gemacht wird, prophylaktisch eine Chemotherapie geben. Nach der 3. OP stand der Chirurg da eines Morgens da an meinem Bett und sagte, ja, hat er hier schon so geguckt, wo das hinkommt. Ich dachte, was macht denn der da? Ja, morgen bekommen Sie einen Port eingebaut. Sag ich, wie ein Port? Das will ich aber nicht. Und ja, aber das ist doch praktisch für die Chemotherapie. Da müssen Sie nicht immer über die Vene. Nee, sage ich, ich habe das klar geäußert. Ich möchte erst mal drüber nachdenken. Und dann haben sie mich ohne Port entlassen. Ja, ich habe es dann nicht machen lassen, Gott sei Dank. Nach ihrer Entlassung macht Rosi sich auf die Suche. Viele hilfreiche Informationen findet sie bei der Gesellschaft für biologische Krebsabwehr in Heidelberg. Dort holt sie sich auch eine ärztliche Zweitmeinung ein. Das war auch sehr ermutigend. Dann sagte die Ärztin dort, ja, also wenn Sie davon überzeugt sind, dann kann man das ja erstmal beginnen. Wenn es nicht anschlägt oder wenn irgendwas schief läuft, kann man sich immer noch was anderes überlegen. Man kann sich ja das noch vorbehalten, die leitliniengerechten Therapien. Und die hat mir auch Mut gemacht. Ich soll das probieren, also wenn ich das so will. Und dann habe ich gedacht, ja, bin ich auch guter Dinge wieder nach Hause gefahren. Wir machen uns gemeinsam auf die Reise zu einem Arzt, bei dem Rosi damals in Behandlung war. Dr. Schuppert betreibt ein Ärztezentrum für ganzheitliche Medizin in Bonn. Er ist davon überzeugt, dass in der Onkologie ein Umdenken passieren muss. Ein Arzt sollte seine Patienten individueller betrachten und Therapiepläne müssen gemeinsam ausgearbeitet werden. Außerdem sollten innovative Therapien, die sich in der Praxis bewährt haben, nicht länger ausgeklammert werden. 1984 eröffnet er seine eigene Praxis. Motiviert hat mich eigentlich, dass ich bessere Therapieergebnisse haben wollte als in der Schulmedizin üblich. Wir haben ja seit 50 Jahren die Situation, also speziell bei Brustkrebs, das ist der Bereich, auf den ich mich dann hauptsächlich konzentriert habe, dass wir so pro Jahr um die 17.000, 18.000 Todesfälle haben nach Mammakarzinomen. Und das zeigt eigentlich, die Therapie, die angewandt wird, die ist nicht ausreichend. Sonst hätten wir das nicht. Und ich habe dann nach anderen Wegen gesucht, wie man die Therapieergebnisse verbessern könnte. Ich war damals sehr froh, dass ich diese Praxis entdeckt hatte. Und zwar hatte man mir die üblichen Standardtherapien nach der OP empfohlen. Und ich stand ihm von Anfang an sehr kritisch gegenüber, weil ich dachte mir, das Immunsystem ist doch unsere Lebensversicherung. Und wenn ich jetzt durch eine hochtoxische Therapie das Immunsystem so weit runterfahre, dass ich gar keine Abwehrkräfte mehr habe, wie soll ich denn dann überhaupt Krebszellen mal selber in den Griff kriegen? Etwas ist vielleicht auch noch wichtig für Patienten zu verstehen. Es wird immer argumentiert, wir müssen nach der Operation eine Chemotherapie machen, weil ja dann noch ein paar Tumorzellen im Körper herumschwirren könnten, die wir dann damit zerstören wollen. Nun, das ist sicherlich so, dass nach einer Operation Tumorzellen im Körper dann sich verbreiten, aber mit einem gesunden Immunsystem wird das alles dann wieder geregelt. Wir wissen, dass jeder anscheinend Gesunde jeden Tag so ein paar hundert Tumorzellen produziert, mit denen das Immunsystem auch fertig wird. Von daher, dafür müsste man nicht zwingend die Chemotherapie machen. Ich bin ja dreimal operiert worden wegen des fehlenden Sicherheitsabstandes. Mhm. Und danach war ich tumorfrei und trotzdem hat man mir das volle Programm anheimgestellt. Und das wollte ich nicht machen. Ja, und das ist eben das Problem, dass dann mehr oder weniger standardmäßig den Patienten immer nach diesen sogenannten Leitlinien eine Therapie empfohlen wird, häufig auch mit viel Druck empfohlen wird, eine schädigende Therapie wie Chemotherapie und Strahlentherapie. Und da muss man sich im Einzelfall
eben Gedanken machen, gibt es wirklich Belege, dass diese vorgeschlagene Therapie zu einem Vorteil für die Patienten führt. Denn Nachteile haben die alle. Die Strahlentherapie wirkt auch wieder krebserzeugend, die Chemotherapie eben auch, dadurch, dass das Immunsystem runtergefahren wird. Und dann müssen diesen Nachteilen eigentlich auch messbare Erfolge gegenüberstehen, wenn man den Patienten diese Therapien anbietet. Und das ist dann häufig in Frage gestellt bei Patientinnen, die nach einer Operation tumorfrei kommen, dass man dann über eine schädigende Therapie anscheinend bessere Therapieergebnisse haben soll, was dann ja häufig versprochen wird. Und das ist auch nicht belegt. Rosi hat sich für einen Weg ohne die von der Schulmedizin angebotenen Therapien entschieden. Trotzdem war es ihr wichtig, gegen mögliche Mikrometastasen im Blut vorzugehen. Ihr Therapieplan bestand ausschließlich aus ganzheitlichen Verfahren. Dabei hatte die Hyperthermie einen besonderen Stellenwert. Hyperthermie kann bei Krebsleiden nachweislich die Prognose verbessern, die Lebensqualität steigern, den seelischen Zustand stabilisieren und das Immunsystem stärken. Doch Hyperthermie kann noch viel mehr. Man muss sich das so vorstellen, dass das Tumorgewebe normalerweise mit uns Katz und Maus spielt. Es ist natürlich dann extrem schwierig für das Immunsystem und für die daran beteiligten Zellen, diese Tumorzellen dann zu erkennen, weil das Bindegewebe, welches das Tumorgewebe umgibt oder welches der Tumor selbst produziert, das ist für das Immunsystem extrem schwierig zu durchdringen. Die Tumorzellen selbst sind natürlich durch Eiweißmoleküle geschützt. Die lokorregionalen Tiefenhyperthermie ist in der Lage, eben genau diese Situation aufzulösen, sodass die Tumorzellen durch das Immunsystem wieder erreichbar sind. Ich treffe mich mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Hyperthermie, Dr. Sahinbaz, um zu erfahren, was sich ein Patient tatsächlich von einer Hyperthermiebehandlung versprechen kann. Als internationaler Experte für Hyperthermie, Strahlentherapie und biologische Krebstherapien setzt er sich schon seit vielen Jahren für Patienten ein und kämpft dafür, dass die Hyperthermie in der Onkologie integriert wird. Wenn Sie das Wissen aus der Medizin in seinem ganzheitlichen Bereich das integrieren können miteinander, und dazu gehört auch die Hyperthermie als eine der Hauptfaktoren, die am besten untersuchte Methode in der Onkologie und nicht nur in der Onkologie. Wenn wir uns die Studiendaten angucken, international, können wir sagen, also es variiert natürlich zwischen 20% und 70% bessere Ergebnisse, auch wenn es nur 30% im Durchschnitt ist. 30% bessere Ergebnisse in der Onkologie ist ein enorm großer Vorsprung. Wenn wir neue Medikamentenzulassungen haben, sind das ja nur 5% oder 10% besser als die Vorgänger, vielleicht wesentlich teurer, vielleicht mit wesentlich mehr Nebenwirkungen. Dann sind wir dann froh, wenn 5% bis 10% mehr ist. Und die Hyperthermie kann über 30% bessere Ergebnisse erzielen. Und wenn Sie es richtig professionell einsetzen, so gut wie wirklich keine ernsthaften Nebenwirkungen. Doch was genau ist eigentlich Hyperthermie? Und warum ist sie bei vielen onkologischen Indikationen so wirksam? Die Hyperthermie ist fast so komplex wie diese onkologische Therapie selbst. Es gibt mehr als 22 oder 25 verschiedene Hyperthermieformen. Grob unterteilt man in zwei verschiedene Anwendungsformen. Die aktive Hyperthermie, auch Fiebertherapie genannt, und die passive Hyperthermie. Im Rahmen der aktiven Hyperthermie wird der Körper durch die Gabe von fieberauslösenden Substanzen aktiv dazu veranlasst, Fieber zu erzeugen. Indem man eben abgetötete sterile Bakterienwände verwendet, die im Grunde genommen dazu führen, dass der Körper das als einen Giftstoff sieht und dadurch eine Entzündung entwickelt, die Fieber machen kann. Ja, und die Kombination aus Mistel und Bakterienlysaten ist heutzutage sozusagen die praktische Anwendung, die wir auch durchaus empfehlen. Bei der passiven Hyperthermie erfolgt eine kontrollierte Überwärmung des Körpers oder bestimmter Körperregionen.
Hierbei wird die Wärme durch Anwendung spezieller Geräte von außen zugefügt. Bei der passiven Hyperthermie wird nochmals unterteilt in Ganzkörperhyperthermie und in die lokale Hyperthermie. Bei der Ganzkörperhyperthermie ist es etwas, was über längere Zeit erfolgt. Man wird im Decken eingewickelt, von außen mit Infrarotstrahlen erwärmt, kontrolliert, Monitor überwacht. Und das ist notwendig, weil wir das über ca. 4-5 Stunden je nach Temperaturanstieg, den man hier auch ganz gut sehen kann. Das heißt, wir haben quasi eine gewisse Kurve, wo sich der Körper erwärmt, dann wird ein Plateau gehalten und danach wird die Infrarotstrahlung ausgeschaltet, sodass dann zum Ende nach weniger als einer Stunde der Körper wieder auf seine Normaltemperatur ist. Bei der regionalen Hyperthermie wird gezielt im Tumorbereich eine Überwärmung erzeugt. Dies geschieht in der Regel durch elektromagnetische Wellen, die über antennenartige Applikationen von außen in den Tumor geleitet werden. Die lokale Tiefenhyperthermie dauert ca. eine Stunde. Das Hyperthermiebett ist aufgebaut mit zwei gekoppelten Elektroden. Diese Elektroden haben eine Form wie Teller. Die obere Elektrode wird auf den Tumorbereich angewendet und die zweite ist im Tumorbett. Durch diese Geräte wird eine erhöhte Körpertemperatur im lokalen Bereich, auf dem Tumorbereich erhöht, bis 43, maximal 44 Grad. Und diese Wärme wird durch die elektromagnetischen Wellen in die Tiefe reingebracht. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass die Oberfläche wird abgekühlt. Durch diese Behandlungsmethode, wir erwarten, dass die Krebszellen werden abgetötet. Und die Wirksamkeit von bisheriger Therapie mit vorher Zytostatika oder Strahlentherapie wird synergistisch verstärkt. Je nachdem, welche Temperaturbereiche Sie erreichen, können Sie es einsetzen zur besseren Durchblutung des Tumors. Dadurch haben Sie höhere Anflutung von Medikamenten, Chemotherapien, höheren Sauerstoffangebot im Tumorgewebe. Und höhere Sauerstoffangebot im Tumorgewebe bedeutet, dass die Strahlentherapie besser wirken wird. Die Wirkung der Strahlentherapie läuft über die Anwesenheit des Sauerstoffs. Wenn die Strahlen auf den Sauerstoffatom treffen, bilden sich sogenannte Radikale. Und diese Radikale sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass die Krebszellen zerstört werden. Und wo wenig Sauerstoff ist, ist die Wirkung der Strahlentherapie niedriger. Haben Sie aber im Vorfeld die Strahlentherapie durchgeführt, machen dann im Anschluss die lokale Wärme, dann sorgt die erhöhte Temperatur dafür, dass die Reparaturmechanismen, die im Anschluss an die Strahlentherapie unmittelbar ansetzen, in den Tumorzellen, die werden durch die Wärme blockiert. Das heißt, die geschädigte Krebszelle kann sich nicht reparieren. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb es viele, viele randomisierte internationale Studien gibt, speziell mit der lokalen Wärme und der Strahlentherapie. Und egal, welche Tumorentität Sie nehmen, zu 90% ist die Gruppe mit der zusätzlichen Hyperthermie, haben deutlich höheren, besseren Erfolg, bessere Ansprechraten und längere Überlebenszeiten. Es mag sein, dass es so verschiedene Mechanismen gibt, weshalb das so ist, aber Tatsache ist, wenn Sie zur Strahlen- oder Chemotherapie, Wärmetherapie dazu nehmen, haben Sie bessere Ergebnisse. Das kann man nicht wegdiskutieren, das wird auch nicht mehr in Zweifel gezogen, sondern das ist einfach eine wissenschaftliche Tatsache. Wenn es eine wissenschaftliche Tatsache ist, dass eine Hyperthermiebehandlung die Therapieergebnisse in den meisten Fällen deutlich verbessern kann, warum ist diese Behandlungsmethode dann immer noch nicht in der Onkologie etabliert? Und warum müssen Patienten bei der Finanzierung immer noch in die eigenen Taschen greifen? Also es gibt schon positive Urteile, dass Hyperthermie genehmigt wird und eben die Krankenkassen die Finanzierung übernehmen müssen. Bisher war es aber immer parallel zur Chemotherapie. Es gibt jetzt aber auch schon Urteile, wo die Patienten gesagt haben, ich bin zu schwach für aggressive Therapien, ich möchte ausschließlich Hyperthermie machen.
Und dem wurde auch stattgegeben. Also man glaubt es kaum. Und das habe ich ja genauso. Und das klage ich auch ein, weil ich einfach nicht einsehe. Ich meine, ich habe mich damit sehr gründlich beschäftigt und bin ja gesund geblieben. Und so hat doch die Hyperthermie sicherlich einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Und ich kämpfe dafür, dass diese Art von Therapie absolut in den Fokus als vierte Säule in der Krebstherapie aufgenommen wird, so wie auch schon zum Beispiel in der Charité in Berlin. Und es gibt in den Niederlanden von Professor Dr. Van C. Sehr, sehr erhellende Forschungen schon in der Gynäkologie, was für positive Effekte die Hyperthermie hat. Und deswegen meine ich, dass es wirklich an der Zeit ist, dass die Krankenkassen sich für Therapien öffnen, die weniger aggressiv sind und die vielleicht für manche Patienten durchaus geeignet sind. Und außerdem kann mir die Chemotherapie und die Bestrahlung, die können mir ja nicht garantieren, dass ich danach krebsfrei bleibe. Insofern haben beide das gleiche Ziel, mögliche Mikrometastasen zu zerstören. Warum darf ich mir dann nicht die andere Therapie mit weniger Nebenwirkungen aussuchen? Das verstehe ich nicht. Also ist unzweifelhaft, dass die Hyperthermie hilft. Aber es ist eine komplett andere Frage der Akzeptanz und der Finanzierung. Finanzierung ist, denke ich, eher ein sozialgesellschaftliches Problem hier in Deutschland. In anderen Ländern ist es ganz anders. Wenn wir jetzt hier über die Grenze 80 Kilometer nach Holland gehen, sind da bei bestimmten Tumorentitäten, insbesondere im Beckenbereich, an der Thoraxwand, Kopf, Hals, übernimmt der Staat die Kosten der Hyperthermie. In osteuropäischen Ländern gilt die Hyperthermie als gleichberechtigt zur Chemotherapie. Da kann man wirklich wählen, ich mache lieber die Therapie. In der Schweiz ist teilweise so, wenn in Tumorboard, also mehrere Disziplinen, die Indikation gestellt haben, dass der Patient durch eine zusätzliche Hyperthermie profitieren wird, übernehmen die Versicherungen die Kosten der Hyperthermie. In Griechenland ist das vom Gesundheitsministerium anerkannt, in Italien wird das teilweise bezahlt, in Polen wird das teilweise bezahlt, in USA werden Sarkome oder Brustwandrezidive bezahlt. Und es gibt mittlerweile 250 Hyperthermiezentren in Europa. Und das ist doch wirklich eine ganze Menge. Also von daher kann man nicht sagen, dass das noch ein unerforschtes Gebiet ist. Das ist einfach ein sozialpolitisches Problem. Nicht wissenschaftliches. Ja. Rosi musste sich einen Kredit aufnehmen, um ihre Hyperthermiebehandlung finanzieren zu können. Doch sie kämpft vor Gericht, um die Kosten im Nachhinein erstattet zu bekommen. Die Summe, die eingeklagt wird, beläuft sich auf 6.500 Euro. Und wenn ich jetzt die Therapie in der Krankenkasse gemacht hätte, es ist ja vielleicht nicht unwichtig, hätte ich über 45.000 Euro beansprucht. Also das ist auch vom Wirtschaftlichkeitsprinzip, kann man auch immer gegenüberstellen. Ne? Also du hast geklagt, dein erstes Verfahren hast du verloren? Ja, habe ich verloren 2016. Dann hast du ein Berufungsverfahren? Ja, das läuft jetzt schon das vierte Jahr. Beim Amtsgericht, die erste Klage hat 5 Jahre gedauert. Die habe ich 2011 eingereicht, die habe ich 2016 die erste Verhandlung gehabt, bin da abgeschmettert. Und jetzt habe ich natürlich auch Corona-bedingt, es sollte schon letztes Jahr stattgefunden haben, jetzt im November habe ich nach 4 Jahren endlich die Berufung. Gott sei Dank bin ich gesund, dass ich das tatkräftig mit initiieren kann. Wie viele Menschen sind vielleicht unterdessen gestorben, weil sie vielleicht nicht das Geld hatten, diese Hyperthermie auf eigene Kosten zu machen. Und das finde ich schlimm. In der Gynäkologie ist Hyperthermie bereits gut erforscht. Doch hilft sie bei allen Tumorarten? Ich will wissen, bei welchen Entitäten sie besonders wirksam ist und warum sie meist erst in Rezidivfällen zur Anwendung kommt. Also wir haben ganz wenige Daten bei systemischen Krebsarten, also Leukämien, Lymphome. Bei Brustwandrezidiven, also nach Mammakarzinom, Hautmetastasen, hat der Kollege Notter aus der Schweiz in den Kongressen jetzt vorgestellt, dass auch
maximal vortherapierte Region im Körper, so eine Hautregion mit Bestrahlung, Chemotherapie, die dann diffus wachsen, die also nicht operabel sind, wo die Chemotherapie nicht hinkommt. Wenn ihr die lokal überwärmt und anschließend direkt bestrahlt, dass sie zu Komplettremissionen führen, dass sie wieder komplett abheilen, auch über Jahre anhalten. Also da, wo die klassische Onkologie an seine Grenzen kommt, da kann die Hyperthermie speziell dort hilfreich sein. Es ist aber eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man sagt, ja, wenn es so potent ist, warum setzen wir das nicht von Anfang an? Sinnvoll wäre das. Also ich persönlich würde alle meinen Angehörigen das empfehlen zu machen, aber die Betroffenen werden erst meist dann aktiv, wenn nach der ersten Therapie das gewünschte Ergebnis nicht eintritt. Aber wieso müssen Betroffene überhaupt erst selbst aktiv werden, um von der Hyperthermie zu erfahren? Wenn diese Behandlungsmethode bei onkologischen Indikationen so wirksam sein kann, müsste dann nicht jeder Patient das Recht haben, wenigstens darüber informiert zu werden? Und ist es nicht sogar fahrlässig, einen Patienten nicht darüber aufzuklären und ihm diese Behandlungsmethode anzubieten? Auf der Suche nach Antworten reisen Rosi und ich zu einem Rechtsanwalt. Dr. Breitkreuz ist Fachanwalt für Medizinrecht und stand bereits vielen Patienten im medizinischen Versicherungsrecht zur Seite. Also man muss wissen, dass heute der Patient nicht mehr nur quasi Objekt der Behandlung ist. Also ein schlauer Arzt darf mit ihm alles machen, was er will, wenn er es für richtig hält, sondern er ist quasi eine Stufe höher gehoben als Partner des Behandlungsvertrages. Also er soll in Augenhöhe mit dem Arzt entscheiden. Und das ist völlig unabhängig davon, was jetzt in den Leitlinien steht oder ob das vermeintlich eine unvernünftige Entscheidung ist. Also in diesem Arzt-Patienten- oder Therapeuten-Heilberufler-Patienten-Verhältnis ist das ein sehr, sehr hohes Schutzgut. So. Das ist aber schon ein bisschen anders, wenn man jetzt andere Beteiligte hat, wie die Sozialversicherungsgemeinschaft, also gerade im gesetzlichen Leistungsrecht. Da ist natürlich nicht nur der Patient und der Arzt betroffen, sondern auch die Solidargemeinschaft, die ja diese Therapien finanziert. Und da muss dann eben zusätzlich auch ein Ausgleich zu diesen wirtschaftlichen Interessen der Solidargemeinschaft getroffen werden. Und darum wird es da ein bisschen eingeschränkt. Doch ist diese Einschränkung bei der Hyperthermie gerechtfertigt? Viele Experten sind der Meinung, dass es dringend an der Zeit ist, die Hyperthermie in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufzunehmen. Die guten Studienergebnisse sind nicht mehr wegzudiskutieren. Daher sollten Patienten endlich das Recht auf eine Finanzierung dieser Behandlungsmethode erhalten. Der Tag des Berufungsverfahrens. Rosi und ich stehen nach der Verhandlung vor dem Landessozialgericht in Celle und sind sehr enttäuscht von dem Verlauf der Verhandlung. Diese ganzen Gründe, die zu meiner Wahl geführt haben, die wurden überhaupt nicht heute dargelegt, in keinster Weise. Und darüber bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil wir sind ja jetzt hier in der nächsten Instanz gewesen, in der Berufungsverhandlung. Ich bin keinen Schritt weiter gekommen. Und dann ist auch sogar noch, der Richter hat abgelehnt, dass ich in Revision gehen kann. Das finde ich am bedauerlichsten, dass er mir da die Tür verschlossen hat. Ich weiß aber, dass ich weitermachen werde, wenn es eine Möglichkeit gibt, sei es, dass ich zum Europäischen Gerichtshof gehe, weil ich finde es einfach nicht richtig, dass ich laut Grundgesetz nicht diese Handlungsfreiheit haben darf bei so einer schwerwiegenden Diagnose. Dass ich mich nicht als mündiger Patient verhalten darf, indem ich eigene Wege gehe, die eine gute Studienlage vorweisen. Denn das ist ja Voraussetzung vom Nikolausurteil. Am Nikolaustag gab es eben einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes. Und da hat das Bundesverfassungsgericht quasi, wenn Sie so wollen, den Kernbereich der Leistungspflicht noch einmal definiert. Also die haben gesagt, sinngemäß, es ist völlig klar, dass die Solidargemeinschaft oder Sozialgemeinschaft nicht alles leisten kann, was irgendwie verfügbar ist. Das kann man sich eben nicht leisten als Gesellschaft. Aber es gibt einen bestimmten Kernbereich und da gehört zum Beispiel zu, wenn jemand lebensbedrohlich erkrankt ist und die Standardmethoden, die eben im Leistungskatalog stehen, wenn die nicht oder nicht mehr ausreichen oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wenn wir dann noch eine gewisse Erfolgsaussicht haben, dann gehört es zum Kernbereich der Leistungspflicht, auch diese noch nicht zugelassene Methode quasi zu bezahlen.
Das fand ich sehr befremdlich, dass man erst halbtot sein muss. Hier in Deutschland, in anderen europäischen Ländern ist ja die Hyperthermie schon als gleichberechtigt anerkannt. Hier in Deutschland muss man halbtot sein. Das hat der Richter auch mehrfach gemeint. Auf meinen Hinweis hin, dass es ja schon Gerichtsurteile gibt in verschiedenen Bundesländern, wo die Patienten dann eben freiwillig auf Chemotherapie verzichtet haben. Und die waren auch noch nicht halbtot, sondern diesen Patienten hat man zugute gehalten, dass durch die Hyperthermie eine vage Aussicht auf Verbesserung der Lebensqualität besteht. Noch nicht mal die Garantie auf Heilung. Und da hatte ich doch gedacht, dass auf diesen Hinweis mehr Rücksicht genommen wird. Kam gar nicht, sondern er hat sich nur die Urteile rausgepickt, die ich genannt habe, wo es eben um austherapierte Menschen ging. Und es kann doch nicht sein, dass man in Deutschland erst austherapiert sein muss. Dann ist man schon so schwach, da hat man doch gar keine Kraft mehr, sich Alternativen zuzuwenden, die vielleicht noch einen kleinen Hoffnungsschimmer bringen. Also da bin ich wirklich entsetzt. Und das ist eben, was Sie zu Recht sagten, da haben wir einen Widerstreit, weil wenn wir im Standard, im Leistungskatalog nur noch sehr, sehr schädigende Methoden haben, wo wirklich sehr, sehr fraglich ist, ob da irgendwie überhaupt noch ein klinisch relevanter Erfolg rauskommt, bei gleichzeitig gravierenden Nebenwirkungen, dann muss man sich ja rechtlich auch die Frage stellen, inwieweit muss ich mich dem denn jetzt aussetzen, wieder und wieder und wieder, mit der Folge, dass A, die neue Methode, die ich möchte, überhaupt nicht mehr wirken kann. Weil ich vielleicht schon so immunsupprimiert bin oder was auch immer. Und ja, und da muss eben halt auch in der Praxis ein Ausgleich getroffen werden. Und da finde ich persönlich als Anwalt ist diese Divergenz oder die Diskrepanz zwischen den Grenzen der Mitwirkung, die sind auch kodifiziert, im 65er im SGB I steht es, und dem Leistungsrecht im SGB V. Und da ist es rechtlich im Grunde, da betritt man Neuland. Das ist noch nicht entschieden. Doch wenn der Nutzen einer Therapie bereits wissenschaftlich belegt ist, wie kann es dann sein, dass man diese Behandlung trotzdem nicht finanziert bekommt? Für unser Verständnis steht dies im Widerspruch zu folgendem Gesetzestext. Nach § 27 Absatz 1 SGB V. Haben gesetzlich Krankenversicherte einen Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn diese notwendig ist, eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Dabei müssen Qualität und Wirksamkeit der Leistung dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen und den medizinischen Fortschritt berücksichtigen. Wo, frage ich mich, ist das bei der Hyperthermie nicht gegeben? Also wo verbirgt sich das Problem? Wer blockiert die Aufnahme der Hyperthermie in den Leistungskatalog der Krankenkassen? Sind es die Krankenkassen selbst? Ist es die Politik? Oder gibt es womöglich Interessenskonflikte seitens der Pharmaindustrie? Wir forschen nach und gehen der Sache auf den Grund. Der gemeinsame Bundesausschuss mit Sitz in Berlin entscheidet darüber, welche medizinischen Leistungen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Dazu werden beim GBA Anträge eingereicht, die dann durch sogenannte Methodenbewertungsverfahren geprüft werden. Ein solcher Antrag wurde für die Hyperthermie bereits 2004 eingereicht. 2005 kam die Ablehnung. Wenn Sie die Ablehnung genau lesen, da steht nicht drin, es wirkt nicht. Da steht drin, ihr habt keinen Konsensus untereinander, findet untereinander einen Konsensus und stellt den Antrag neu. Aber den Konsensus haben Sie doch mit Ihren Kollegen in Japan da 2008 gefunden, oder? Also, Antrag wurde 2003 abgegeben, 2005 kam die Ablehnung mit dieser Begründung. 2004, also genau dazwischen, fand diese Konsensus-Meeting überhaupt statt. Das war also nach dem Antragstellung und publiziert wurde es aber 2008. Es müsste also ein neuer Antrag gestellt werden, bei dem die Ergebnisse des Konsensus-Meetings mit dargelegt werden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Um so einen Antrag mit allen neuen Studiendaten zusammenzusammeln, den Antrag zu schreiben, das sind ja zwei dicke Ordner, an die zuständigen Behörden abzugeben, brauchen Sie so, wenn Sie keine finanziellen und personellen Probleme haben, etwa 2 Jahre. Aber die Hyperthermie oder die Hyperthermie-Gesellschaften, speziell hier in Deutschland, sind weder finanziell noch personell in der Lage, das selbst zu leisten.
Ich lese mir die Beschlussbegründung des GBA genauer durch. Dass Hyperthermie bei onkologischen Indikationen wirksam sein kann, wird nicht bestritten. Jedoch heißt es unter anderem, dass es mehr Studien braucht. Doch wer soll diese Studien durchführen? Mittlerweile sind 17 Jahre vergangen und die Patienten werden mit den Kosten immer noch alleine gelassen. Wir wollen herausfinden, wer verantwortlich dafür ist, die angeblich fehlenden Studien zu initiieren, und wenden uns an das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Berlin. Hier ist man sehr offen für unser Anliegen und wir bekommen eine rasche Antwort. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung würde gegebenenfalls also auch Studien zu Hyperthermie fördern. Doch nach einer Antwort auf die Frage, wer die fehlenden Studien hätte initiieren sollen, müssen wir weitersuchen. Auf der Webseite des GBA finde ich zwei interessante Hinweise, in denen es heißt: Für eine Untersuchungs- oder Behandlungsmethode, deren Nutzen noch nicht hinreichend belegt ist, die jedoch das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsalternative erkennen lässt, kann bzw. muss der GBA eine Studie durchführen, die eine Bewertung des Nutzens der Methode auf einem für eine spätere Entscheidung ausreichend sicheren Erkenntnisniveau erlaubt. Eine Studie also, mit der die fragliche Methode erprobt wird. Nach meinem Verständnis wäre also der GBA dazu verpflichtet gewesen, eine Studie zu initiieren. Dies hätte entweder nach der Ablehnung erfolgen müssen oder, so wie es an einer anderen Stelle heißt, während des Bewertungsverfahrens durch eine sogenannte Erprobungsstudie. Ich treffe mich mit Rosi und wir sprechen das gemeinsam durch. Hat der GBA tatsächlich seine Pflicht nicht erfüllt? Wir wollen das herausfinden. Telefonisch und schriftlich setzen wir uns mit dem GBA in Verbindung und berufen uns dabei auf die zwei Textpassagen der Webseite. Kurze Zeit später erhalten wir eine interessante Antwort. Laut GBA kam es 2012 zu einer Gesetzesänderung. Das Gesetz, auf welches sich die zwei Textpassagen der Webseite beziehen, hat zum Zeitpunkt der ersten Antragstellung noch nicht existiert. Wenn sich der GBA unter Berücksichtigung der Gesetzesänderung erneut mit Hyperthermie auseinandersetzen soll, müsste zuerst ein neuer Antrag eingereicht werden. Uns wird die Dringlichkeit eines neuen Antrags bewusst. Und auch wenn von Seiten der Politik keine Studien initiiert wurden, so hat sich hinsichtlich Forschung dennoch sehr viel getan. Laut Dr. Seinbass reichen die aktuellen Studien aus, um einen neuen Antrag für 5 bis 6 Tumorentitäten einzureichen. Doch wer kann diesen Antrag stellen? Antragsberechtigt ist unter anderem die Patientenvertretung. Wir setzen uns mit dem Geschäftsführer der GAB Selbsthilfe und Sprecher der Patientenvertretung Dr. Danner in Verbindung. Nach einigen Bemühungen bekommen wir von ihm eine Rückmeldung und können sogar ein Interview mit ihm führen. Wenn man das ausbauen würde in Deutschland oder halt in der Onkologie fest etablieren könnte, wir könnten so viele Leben retten und Sie können der Schlüssel sein. Das fühlt sich doch ja, also die Patientenvertretung, die hat ja auch in der Vergangenheit schon viele therapeutische Optionen ins Leistungsgeschehen gebracht, durchaus. Ne? Letztendlich ist das natürlich unsere Aufgabe, auch Optionen hinzuweisen und auch Anträge zu stellen, die die Versorgung verbessern, unter Umständen Leben retten oder Leid vermeiden. Und insofern kann ich nur einladen, also wenn es sozusagen neue Studienergebnisse gibt, ne, die die Hyperthermie betreffen, uns die zuzuleiten, die werden wir auf jeden Fall prüfen und die bestmöglichen Optionen dann sozusagen auch aufgreifen. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ist uns doch egal. Sie sagen ja, die Studienlage ist nicht ausreichend, um einen neuen Antrag zu stellen. Aber es gibt, soweit ich weiß, so 5 Tumorentitäten, wo eben ausreichend Daten vorhanden sind. Und kann man da nicht vorgehen und sagen, wir gehen schon mal den ersten Schritt. Es hilft zwar bei fast allen Tumorentitäten, verbessert es die Lebensqualität, wenn man sich die weltweiten Daten anschaut. Ist es einfach so? Sie haben völlig recht. Es ist so, dass man am besten dann sich konzentriert und mal guckt, für welche Tumorentität liegt denn welche Evidenz vor, wie ist die Studienlage im Einzelnen beschaffen. Und wir würden von der Patientenvertretung auch so vorgehen, dass wir uns anschauen, wo denn die Studienlage am besten ist. Also insofern würde man dann die Frage stellen, ist nicht die Kombination besser, als lediglich eine Bestrahlung durchzuführen? Das ist genau der Punkt. Und Sie haben das Thema Lebensqualität angesprochen.
Ein Ziel dieser Studien kann natürlich sein, dass die Lebensqualität der Betroffenen besser ist, wenn man diese Kombinationsbehandlung durchführt. Andere, natürlich der zentrale Endpunkt, so nennt man das dann, ist natürlich die sogenannte Morbidität. Das heißt, ist das die Überlebenswahrscheinlichkeit vergrößert. Und insofern kommt es eben darauf an, dass man dies in den Studien zeigen kann. Ich frage Dr. Danner, ob er sich für ein Expertengespräch über Zoom bereit erklären würde, damit man gemeinsam die Chancen eines neuen Antrags ausloten kann. Und seine Antwort macht mir Hoffnung. Also gern, aber mir wäre es lieber, erstmal über die Studien zu sprechen. Und es muss auch klar sein, um welche therapeutische Option es geht. Ne? Mit wie viel Grad wird behandelt? Wird sozusagen ein bestimmtes Körperareal behandelt bei Brustkrebs oder so, oder ist es eine Ganzkörperhyperthermie? Womit wird kombiniert? Welche Form der Chemotherapie? Welche Form der Strahlentherapie? Wie groß war die Studie? Und es ist halt sozusagen dann einfach eine Analysesache zu sagen, hier konnte man den Unterschied zeigen. Ne? Und wenn man den zeigen konnte, dann ist natürlich eine Grundlage, dann sozusagen über Antragstellungen dann zu diskutieren. In der Zwischenzeit werden wir auch über andere Wege aktiv. Ich dachte, ich müsste irgendwie mehr an die Öffentlichkeit gehen. Als dann die Revision nicht zugelassen wurde vom Bundessozialgericht Kassel, habe ich eine Petition gestartet, und zwar gleichberechtigte Kostenübernahme der Krankenkasse für Schulmedizin und Naturheilverfahren. Um eine parlamentarische Prüfung anzustoßen, benötigt sie dafür 50.000 Unterschriften. Zu unserem großen Überraschen meldet sich schon nach wenigen Monaten die Jusos Berlin-Spandau bei ihr. Also Sie würden gerne einen Antrag an den Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag stellen. Und zwar mit dem Anliegen der Petition, eine Gesetzesvorlage zu entwickeln, eben zur Gleichstellung beider Behandlungsweisen der Schulmedizin und auch den Therapien der Naturheilverfahren. Ja, und Sie wollten diesen Antrag in der nächsten Parteiversammlung zur Abstimmung bringen. Und an dem Tag wurde ich dann noch abends angerufen. Abends um 23 Uhr war das, glaube ich. Ja, dem Antrag ist stattgegeben. Und jetzt bin ich gespannt, was der weitere Verlauf so mit sich bringt und ob der Antrag positiv irgendwann mal beschieden wird. Das wäre ja einfach eine ganz große Neuerung, ne, in der Gesetzeslage und absolut wichtig. Ich bin auf dem Weg zum Hyperthermie-Kongress der DGHT in Berlin. Hier treffe ich auf viele bekannte Gesichter, kann neue Kontakte knüpfen und wichtige Informationen für unseren Film sammeln. Ich treffe unter anderem den Psycho-Onkologen Martin Rösch. Wir kennen uns schon länger, doch was er mir heute berichtet, macht mich sehr nachdenklich. Das Fatale ist jetzt, dass eine Reihe Hersteller die CE-Zulassung verloren haben. Das heißt, die dürfen in Europa ihre Geräte nicht mehr verkaufen. Der Hintergrund war, dass Studien verlangt wurden. Es gibt eigentlich viele dieser Studien, aber die sind oft im Ausland gemacht, weil in Deutschland kostet eine Studie, ich habe mal versucht, eine auf die Beine zu stellen. Unsere Kalkulation war 1,2 bis 1,4 Millionen Euro. Das ist für ein kleines, mittleres Unternehmen sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen. Und weil diese Vorgabe war, ihr müsst eine Studie machen mit dem eigenen Gerät, quasi hier in Deutschland, das konnten viele nicht erfüllen. Und die Konsequenz war, dass die CE-Zulassung dann ausläuft und damit kann man nicht mehr im europäischen Raum verkaufen. Es gibt jetzt nur noch den Gebrauchtmarkt, also der bestehende Bestand, aber es können zu wirtschaftlichen Preisen keine Geräte in der lokalen Hyperthermie gekauft werden. Es gibt andere Bereiche der Hyperthermie, die Ganzkörperhyperthermie oder die aktive Fiebertherapie, die sind nach wie vor möglich. Aber der bestehende Bestand für die lokale preiswerte Hyperthermie, der ist jetzt fixiert. Der ist auch nicht absehbar die nächste Zeit, dass die Voraussetzungen erfüllt werden können. Und die Sache der Hyperthermie ist eindeutig da deutlich restriktiert. Ist diese Änderung gerechtfertigt oder werden der Hyperthermie unnötig Steine in den Weg gelegt? Wer hat diese Auflagen so verschärft und mit welcher Begründung? Es ist eine Policy von den Stellen, die die CE-Zertifizierung aussprechen, also zum Beispiel der TÜV Süd oder auch andere Stellen. Und die haben die Kriterien
deutlich verschärft, und zwar speziell, was den klinischen Teil betrifft. Also es muss nicht nur eine Ungefährlichkeit nachgewiesen werden, es muss eine Wirksamkeit nachgewiesen werden, was eigentlich verständlich ist, ne? Das ist durchaus berechtigt. Der Punkt ist nur, die ist mit vielen Studien eigentlich gegeben. Die Studien erfüllen nur nicht die Voraussetzung, dass die immer in dem Land mit dem gleichen Gerät, um das es jetzt geht, erzeugt worden ist. Also einige Studien sind im Ausland gemacht worden, weil es einfach deutlich preiswerter ist. Auch veröffentlicht in peer-reviewed Journals, aber das zählt alles nicht. Die betroffenen Hersteller haben teilweise versucht, politisch Einfluss zu nehmen. Es ist kompliziert. Ich bin schockiert. Denn gerade hier auf dem Kongress erfahre ich von vielen Anwendern, wie sich die lokale Tiefenhyperthermie mittlerweile seit Jahrzehnten in der Praxis bewährt hat. Also unsere Erfahrungen seit über 30 Jahren mit der regionalen Tiefenhyperthermie haben an sich gezeigt, dass bei Tumoren die Chemotherapie, die Strahlentherapie deutlich verbessert werden können durch zusätzliche regionale Tiefenhyperthermie. Die Radiosensitivität wird verbessert, die Chemosensitivität kann verbessert werden. Ja, es ist natürlich eine Frage, man könnte sagen, eine Ignoranz, wenn man Daten, die unstrittig sind, einfach nicht wahrnehmen möchte. Und da gibt es ja nun viele Studien, die das zeigen, dass wir einfach ein besseres Ansprechen in der Kombination haben als in der isolierten Applikation. Warum soll jemand aus der Erfahrungsheilkunde, der jahrzehntelang erfolgreich arbeitet, warum soll seine Methode nicht mit integriert werden? Die Hyperthermie ist wirklich bis ins Detail geforscht. Auch wenn es nicht zu jeder Tumorentität eine randomisierte, kontrollierte Studie gibt, was ja nicht möglich ist. Wenn Erfahrungen vorliegen, wenn für eine Tumorentität der Beweis erbracht ist, warum wird das nicht einfach akzeptiert, auch wenn diese großen randomisierten Studiendaten fehlen? Die kann man nicht erbringen. Während in Japan, in Korea, in Indien, in China, in Russland die Hyperthermiegeräte im Vormarsch sind und in die konventionellen Therapien mit dazugehören, versucht man hier leitliniengerecht eben die Hyperthermie an den Rand zu drängen. Wir sollten mehr so dazu übergehen, eine eher individualisierte Therapie für jeden Betroffenen zu erstellen, ein Protokoll zu machen. Dafür sind ja auch die Tumorboards in den Kliniken gegründet worden, dass nicht nur der Onkologe bestimmt, sondern der Chirurg dabei ist, der Strahlentherapeut dabei ist, der Psychotherapeut dabei ist. Aber diese Integration geht nicht weit genug. Wir haben mehr als nur diese drei, vier Gebiete, Fachgebiete. An sich wünsche ich mir, dass in Zukunft alle Patienten, die mit regionalen Tumoren oder Metastasen behandelt werden, auch parallel mit regionaler Tiefenhyperthermie behandelt werden sollten. Es ist eine hervorragende, unterstützende Therapie, von denen viele, viele Patienten profitieren könnten, die leider jetzt nicht für alle zugänglich sind. Natürlich, ich denke immer positiv, sonst wäre ich ja auch kein guter Arzt für meine Patienten, wenn ich ein Pessimist wäre. Und so denke ich natürlich auch positiv, dass die Wahrheit am Ende siegen wird und selbst wenn sie verleugnet wird. Doch auf dem Weg zur vierten Säule in der Onkologie hat die Hyperthermie noch einige Stolpersteine zu überwinden. Wir halten fest, eine Kostenerstattung durch die Krankenkassen ist in den meisten Fällen nicht gegeben. Daher muss dringend ein neuer Antrag beim GBA eingereicht werden. Die Herstellung neuer Geräte wird immer teurer und aufgrund der neuen Auflagen mussten einige Firmen in Deutschland Insolvenz anmelden. Doch es kommt noch besser. Wir waren jetzt in Verhandlungen mit den Behörden für die Abrechnungsziffer der Hyperthermie. Die sind so niedrig kalkuliert worden. Da verdient eine Fußpflegerin in 20 Minuten mehr, als sie mit 200.000 Euro Geräten in einer Stunde und personellen Aufwand. Ja, die bekommen für eine Fußpflege mehr Geld, als wir für eine hochtechnisierte onkologische Therapie. Das ist vielleicht das, was mich immer wieder antreibt zu sagen, wenn ich etwas so Hochpotentes in der Hand habe, dass ich das einfach aufgeben soll,
aus politischen Gründen, wo medizinisch alles dafür spricht, dass man das einsetzen soll. Ich bin mit Leib und Seele Arzt. In zweiter, dritter, vierter Linie interessiert mich, ob ich Minus mache, ob ich pleite gehe, ob die das bezahlen können oder nicht. Auf der einen Seite mag es sehr ehrenhaft sein, auf der anderen Seite wird mich das früher oder später, wenn es so weitergeht, in die Insolvenz führen. Und nicht nur mich, sondern viele, viele Kollegen. Es wird von ganz anderen Stellen, entweder aus Unwissen oder ganz gezielt, so blockiert, dass man es nicht machen kann. Sie können das nicht anbieten. Es wird eine Innovation blockiert, in ganz Deutschland Entwicklung, Know-how blockiert, einfach wenn sie an einer Schraube drehen, wo sie das finanzieren müssen. Und dann stehe ich zwischen meinen Patienten und zwischen meiner Existenz und muss eine Entscheidung treffen. Da stecken andere Interessen dahinter. Es geht nicht darum, und das muss man auch verstehen, es geht in der Medizin für eigentlich kaum einen der Mitspieler darum, bessere Ergebnisse für den Patienten zu erzielen, sondern es geht immer darum, mit einem Krebspatienten möglichst viel Umsatz zu machen. Und darüber wird das Ganze gesteuert. Und deshalb haben wir bei den Chemotherapien da auch immer wieder Auswüchse. Vor 20 Jahren haben wir diese sogenannte adjuvante Chemotherapie, die vorbeugende Chemotherapie, da haben wir dann 4 Chemotherapien gemacht. Das war Standard. Inzwischen ist das hochgefahren worden auf 16 Chemotherapien, die eine Patientin dann erleiden soll. Wenn man die Ergebnisse sich ansieht, die veröffentlicht werden, dann scheint das immer so, dass die Therapien erfolgreich sind. Ich orientiere mich aber da an den Sterberaten. Und wenn ich dann sehe, wie viel, das kann man im statistischen Jahrbuch sehen, wie viele Patientinnen sind in diesem Jahr an Brustkrebs gestorben, aber letztlich die Todesrate ist gleich geblieben. Und das bedeutet, das ganze Theater, was man macht, ist letztlich nicht zielführend. Doch wenn Hyperthermie eine so vielversprechende Therapieoption ist, müssten dann nicht die Krankenkassen hellhörig werden? Langfristige Gesundheit sollte doch eigentlich auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Interesse der Krankenkassen sein. Krankenkassen können natürlich sehr viel Geld sparen. Das, was uns die pharmazeutische Industrie an Therapien anbietet, wird ja immer teurer. Früher hat die Barmer Ersatzkasse, vor 20 Jahren war das hier in Bonn, die haben alle Therapien, die wir gemacht haben, bezahlt. Die waren sehr glücklich, die Patienten waren glücklich. Und die Kasse hat gesagt, ja, was wollen wir denn mehr? Wir haben gute Ergebnisse, wir haben zufriedene Patienten und wir haben viel weniger Kosten. Und dann hieß es dann irgendwann, es ist untersagt worden, also von Wuppertal, von der Geschäftsstelle wurde dann gesagt, die Politik untersagt uns, diese Dinge zu finanzieren. Doch wieso? Wenn man als Klinik nachweislich gute Ergebnisse erzielt, was sowohl zum Nutzen der Betroffenen als auch zum Nutzen der Krankenkassen ist, wieso wird dann eine Vergütung untersagt? Und wieso haben Krankenkassen bei Vergütungsfragen nicht absolute Entscheidungsfreiheit? Wir versuchen Stellungnahmen dazu einzuholen und wenden uns an Krankenkassen sowie an die Politik. Doch keiner geht direkt auf unsere Fragen ein. Wir recherchieren selbst genauer. Auf der Webseite der Krebsgesellschaft heißt es: Die Kosten für Hyperthermie werden für die Behandlung bestimmter Tumorerkrankungen an manchen Kliniken erstattet, die mit den gesetzlichen Krankenkassen entsprechende Verträge vereinbart haben. Voraussetzung dafür ist, dass die Qualitätsrichtlinien der ESHO erfüllt werden. Erfreulicherweise, unsere Klinik hat eine Vereinbarung mit allen gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, wenn ein Patient bei uns in Behandlung ist, die kompletten Kosten werden von Krankenkasse bezahlt. Aber es sind nur 5, 6 Zentren vielleicht in ganz Deutschland, die mit verschiedenen Krankenversicherungen Einzelvereinbarungen haben. Aber wir haben etwa 250, 350 Hyperthermie-Zentren, die halt nicht mit dieser speziellen Technik arbeiten, die aber genauso ihre Berechtigung und Anerkennung haben. Die haben keine Chance, eine Sonderkondition mit den Krankenkassen zu machen. Und das bedeutet, die Betroffenen, wenn sie es machen wollen oder müssen, müssen sie es leider aus der eigenen Tasche finanzieren. Zum besseren Verständnis schauen wir uns das System der Abrechnungsziffern genauer an. Für jede ärztliche Therapie gibt es eine entsprechende Abrechnungsziffer, die mit einem bestimmten Eurowert hinterlegt ist. Hier unterscheidet man zwischen 2 verschiedenen Regularien, EBM und GOE.
Der IBM regelt die Berechnung vertragsärztlicher Leistungen von gesetzlich Versicherten. Die GOE wird zur Berechnung von privatärztlichen Leistungen genutzt, das heißt bei Privatpatienten oder Selbstzahlern. Da Hyperthermie noch nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen enthalten ist, müssen wir bei der GOE genauer hinsehen. Hier finden wir folgende Bezifferung und hinterlegte Euro-Werte. Bei der GOE gibt es zwei Probleme. Erstens, sie ist nicht verpflichtend, sondern dient lediglich als Orientierung. Daher variieren die Preise je nach Anwender oft stark. Betroffene müssen selbst darauf achten, dass sie keine überteuerten Therapien in Anspruch nehmen. Zweitens, wenn tatsächlich bei der Abrechnung die GOE als Grundlage genutzt wird, entsteht laut Dr. Seinbass für die Anwender keine Kostendeckung, sondern sie zahlen sogar noch drauf. Es wäre also nicht nur wichtig, dass die Hyperthermie Kassenleistung wird, sondern auch die Abrechnungsziffer müsste dringend angepasst werden, damit eine faire Vergütung stattfinden kann. So würde für Ärzte auch ein größerer Anreiz geschaffen werden, diese Therapieoption anzubieten. Aber eine lokale Wärme, die wir anwenden, also lokal, regional in der Tiefe, diese teuren Geräte, die wurden bis jetzt mit 145,14 € beziffert. Und das hat sich seit 30 Jahren nicht verändert. Wenn Sie die Inflation dazu berechnen, ja, wenn Sie die Personalkosten, Anstieg der Personalkosten dazu rechnen, die Miete dazu rechnen, Strom dazu rechnen und so weiter, dass das entsprechend beziffert wird, das ist ja erstmal unabhängig davon, ob die privaten Versicherungen das bezahlen oder nicht bezahlen. Aber der Ansatz der Vergütung ist schon falsch. Wir setzen uns mit dem Bundesministerium für Gesundheit in Verbindung und versuchen anzuregen, die Abrechnungsziffer in der Gebührenordnung für Ärzte anzupassen. Einen weiteren interessanten Hinweis zum Thema Vergütung erhalten wir von Dr. Schuppert. Ja, die Entlohnung ist einfach unfair, weil ein Onkologe, der den Patienten eine Chemotherapie anbietet, dann im Quartal deutlich mehr Geld bekommt. Der bekommt 250 € Zuschlag pro Quartal, wenn er dem Patienten eine Chemotherapie verabfolgt. Während wenn er nur über den normalen Kassensatz entlohnt würde, dann wären das 30-40 € pro Quartal und Patient. Von daher leben die Onkologen davon, dass sie die Chemotherapie verkaufen und sind damit nicht ganz frei in ihrer Entscheidung. Denn mit den Kassensätzen, die man für die Behandlung eines Patienten bekommt, hat man normalerweise keine Kostendeckung. Deshalb sind sie schon fast gezwungen, den Patienten eine Therapie zu empfehlen, mit der sie sich dann auch finanzieren können. Diese Aussagen können wir so natürlich nicht stehen lassen. Ich frage bei der KBV nach, um mir die Summe von 250 € Kostenpauschale bestätigen zu lassen. Hier werde ich an die kassenärztlichen Vereinigungen der Bundesländer verwiesen. Also frage ich bei den einzelnen Bundesländern nach. Einige melden sich zurück und nennen mir die genauen Euro-Werte. Schauen wir uns beispielsweise die Kostenpauschalen in Nordrhein an. Ich stelle eine hypothetische Rechnung auf. Nehmen wir an, ein Arzt in Nordrhein verschreibt insgesamt 300 Patienten im Quartal eine Chemotherapie. Davon angenommen 150 Patienten eine orale und 150 eine intravasale. So würde er zusammen rund 57.000 € auf den normalen Kassensatz pro Patient draufbekommen. Natürlich unabhängig von den Vergütungen der Therapien über die Abrechnungsziffern. Doch ist dieser Mehrverdienst aus ethischen Gesichtspunkten korrekt und legal? Da kann ich mir kein Urteil darüber erlauben, ob das legal ist, aber ich halte es schon für ein bisschen problematisch, weil einfach die freie Entscheidung zugunsten des Patienten dann vielleicht doch nicht mehr so gegeben ist. Rechtlich geregelt werden diese Zahlungen in der sogenannten Onkologievereinbarung. Die Auszahlung solcher Pauschalen wird begründet mit dem besonderen Aufwand, den ein Onkologe bei der Durchführung einer Chemotherapie hat. Doch was für einen besonderen Aufwand ein Arzt bei der Verordnung einer oralen Chemotherapie hat, erschließt sich mir persönlich nicht. Was ist mit dem besonderen Aufwand, den ein Arzt hat, der eine Hyperthermiebehandlung durchführt?
Wenn ich ein Gerät für 190.000 Euro anschaffe, ich muss eine hochspezialisierte Pflegekräfte einstellen. Ich bin eine Stunde mit einer einzigen Therapie beschäftigt. Ich frage mich, welche Interessen werden hier vertreten? Wieso schafft die Hyperthermie den Durchbruch nicht? Ich denke, dass die Lobby der Vertreter, die eben die Chemotherapie favorisieren, dass die eben sehr stark ist. Und das ist ja auch ein Geschäft. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man diese Strategie entwickelt, dass man gesagt hat, wir müssen möglichst jede Tumorzelle müssen wir kaputt machen und dann ist das Problem gelöst. Das hat man jetzt nun seit 70 Jahren verfolgt, dieses Prinzip, aber es funktioniert eben nicht, sonst hätten wir eben nicht jedes Jahr 17.000 Todesfälle an Brustkrebs. In der modernen Medizin orientieren sich die Ärzte bei der Therapiewahl an den sogenannten Leitlinien. Doch ist das immer auch das Beste für den Patienten? Leitlinien sind Vorgaben für die Behandlung bestimmter Krebserkrankungen nach bestimmten Schemata. Also zum Beispiel diese 16-mal Chemotherapie oder so, da gibt es bestimmte Kriterien. Und diese Leitlinien sind aber nicht wissenschaftlich belegt, dass sie nun besonders erfolgreich wären oder zur Heilung führen würden, sondern das sind die Ärzte, die die Leitlinien formulieren, die stehen zu 70% auf der Gehaltsliste der pharmazeutischen Industrie. Da gibt es eine Arbeit drüber, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht worden ist. In Amerika gibt es eine ähnliche Arbeit, sodass das mitten in den Leitlinien steht und letztlich drin, es ist ein Wunschzettel der Industrie, was sie gerne verkaufen möchten. Darüber werden dann auch die neuen Substanzen in den Markt gedrängt. Was wir bräuchten, wäre also eine Gesundheitslobby, die sich tatsächlich für die Interessen der Bevölkerung einsetzt und auch in der Politik und im Gesundheitswesen Mitspracherecht erhält. Denn der Wunsch der Bevölkerung geht immer mehr in die Richtung einer integrativen Medizin. Wir wissen ja, dass auch bei Umfragen oder selbst bei Studien 70% der Bevölkerung diesen integrativen Ansatz wollen. Die wollen ganz einfach Naturheilkunde mit integriert haben. Und wenn die Naturheilkunde mit integriert wird, dann haben wir ja diese ganzen Aspekte, die ich jetzt auch gesagt habe. Ja, und das wäre natürlich für alle das Schönste. Doch nochmal zurück zu unserer Liste der Stolpersteine. Wir brauchen eine zentrale Koordinierungsstelle. Und diese zentrale Koordinierungsstelle muss vom Sachverstand und Personal so ausgestattet werden, dass es wissenschaftliche Arbeiten begleiten kann, wissenschaftlichen Daten sammeln kann und koordinieren kann. Und das geht meiner Ansicht nach nur im Rahmen eines Lehrstuhls. Dann können wir die Hyperthermie auch heute noch aus dieser Schmuddelecke, aus dieser alternativen Ecke rausholen und dem Platz eben zuweisen, den es eigentlich verdient. Hyperthermie ist keine alternative Therapie. Hyperthermie ist eine hochpotente Therapieoption als Kombinationstherapie. Auch um in der Politik mehr Gehör zu finden, wäre ein Lehrstuhl wichtig. Ich bin überzeugt, viele Entscheidungsträger, viele Politiker sind ja gewillt, uns zu helfen. Aber die sagen auch zu Recht, an wen sollen wir uns wenden? Wenn die Gründung eines Lehrstuhls von so hoher Relevanz ist, wieso wurde dieser dann nicht schon längst gegründet? Um einen Lehrstuhl zu gründen, braucht es immer eine Anbindung an eine Universität. Doch das wäre nicht das Problem. Wir hatten mit Universitäten gesprochen, die haben gesagt, finden die Idee ganz toll. Sie sind auch bereit, ihren Namen zu geben, aber finanzieren müssen wir uns selbst. Und wenn Sie so einen Lehrstuhl gründen, müssen Sie für 5 Jahre eine Kostenzusage haben und für 2 Jahre das Geld auf der Bank haben. Konkret heißt das, man bräuchte für die Gründung mindestens 200.000 Euro und nochmal zusätzlich 300.000 Euro Kostenzusage. Doch nicht nur, um in der Politik mehr Gehör zu finden, ist dieser Lehrstuhl wichtig. Er ist außerdem eine entscheidende Grundlage für weitere Forschungen. Für die meisten Tumorarten gibt es zwar vielversprechende und gut dokumentierte Erfahrungsberichte, doch für eine feste Etablierung in der Onkologie reicht dies nicht aus. Für viele Indikationen braucht es noch mehr Studien. Wir hätten die Möglichkeit, an Fördergelder dran zu kommen. Ich weiß, dass in der EU so viele nicht abgerufene Forschungsgelder sind.
Ja, die suchen ja Möglichkeiten, dass man Forschung und Wissenschaft fördert. Sie sagen, den Personen geben wir es nicht. Aber wenn sie einen Lehrstuhl haben, haben sie ein Anrecht auf die Forschungsmittel. Aber wir können den Lehrstuhl nicht gründen, weil uns die Finanzen fehlen. Man wäre also bereit, die Forschung und somit die fehlenden Studien zu fördern, aber zur Finanzierung des Fundaments dafür kann man keine Fördermittel auftreiben? Doch wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen? Wer kann den Lehrstuhl gründen und finanzieren? Das kann ja meinetwegen direkt vom Gesundheitsministerium ja gefördert werden. Er kann es ja installieren. Er kann einer Universität sagen, ich möchte hier einen Lehrstuhl haben. Er gibt die Gelder, kann er ja auch machen. Das klingt nach einem Plan. Doch um unsere Liste der Stolpersteine vorerst abzuschließen, gibt es noch ein weiteres wichtiges Thema. Wir haben noch im Studium gelernt, dass unter hyperthermen Bedingungen bestimmte Medikamente stärker wirken. Das steht in den Lehrbüchern der inneren Medizin. Diese Chemotherapien sind bei 41 Grad 2,5-mal effektiver. Das haben wir gelernt, aber nicht in Verbindung mit der Anwendung. Warum soll die Hyperthermie nicht ein Teil der medizinischen Ausbildung werden, dass man später dann eine Art Facharzt für Hyperthermie werden kann? Ja, genauso wie sie Facharzt für Radiologie oder Strahlentherapie werden oder Allgemeinmedizin, warum nicht für Hyperthermie? Die mangelnde Aufklärung der Ärzte und damit einhergehend die mangelnde Aufklärung betroffener Menschen. Das alles mag recht frustrierend aussehen. Doch wo andere Grenzen sehen, sehen Rosi und ich Chancen. Nach dem Motto, aufgeben ist nicht unsere Stärke, machen Rosi und ich uns an die Arbeit und schmieden schon wieder neue Pläne. Wir verfassen ein Schreiben an das Gesundheitsministerium mit der dringenden Bitte, einen Lehrstuhl für Hyperthermie zu initiieren, sowie den finanziellen Rahmen dafür zu schaffen. Außerdem schreiben wir alle medizinischen Universitäten und Hochschulen in Deutschland an, um herauszufinden, inwieweit Hyperthermie bereits Bestandteil in den Lehrplänen der Medizinstudenten ist. Wir wollen damit auch einen Impuls setzen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wie zu erwarten, ist das Ergebnis ernüchternd. Von allen Universitäten und Hochschulen, die wir angeschrieben haben, melden sich nur 16 zurück. Und nur ein Professor des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein kann uns direkt bestätigen, dass das Thema Hyperthermie als theoretischer Part angeschnitten wird. Doch wie soll sich Hyperthermie fest etablieren, wenn an der Basis nicht viel getan wird? Ein gutes Haus braucht ein festes Fundament. Und für die Hyperthermie wäre dies ein Lehrstuhl an einer Universität sowie eine anerkannte Facharztausbildung für dieses Gebiet. Wir setzen nun alle Hoffnung darauf, dass unser Anschreiben an das Gesundheitsministerium den ein oder anderen Politiker davon überzeugen konnte und dass der finanzielle Rahmen für dieses Fundament nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. 28. Juni 2022. Ich bin sehr gespannt auf das heutige Treffen mit Rosi, denn es gibt Neuigkeiten zu ihrem Gerichtsprozess. Ja, also das Schlimme war ja, dass beim Landessozialgericht mir keine Revision eingeräumt worden ist. Und dadurch waren mir ja die Hände völlig gebunden, sodass ich dann die letzte Option ins Auge gefasst habe, nämlich nach Karlsruhe zu gehen, zum Bundesverfassungsgericht. Da hat man dann auch ganz wenig Zeit und unter diesem Zeitdruck habe ich dann versucht, die Klage in die Wege zu leiten. Leider hatte der Anwalt dann Corona und saß im Urlaub fest. Dann waren nur noch 5 Tage Zeit, um die Klage zu formulieren. Und dann habe ich dann gedacht, egal, ich mache es trotzdem. Und eine Freundin, die ein paar Semester Jura studiert hat, die kam dann dazu und wir haben dann an einem Tag alles durchgeforstet, recherchiert. Wie formuliert man das? Was muss da alles rein? Das Schlimmste war, dass gefordert wurde, alle sämtlichen Unterlagen sämtlicher Prozesse in Originalversion einzureichen. Da habe ich dann die halbe Nacht zusammengesucht. Ja, und dann bin ich am Tag des Einreichungsschlusses, es war der 20. Oktober 2022, bin ich dann mit dem dicken Aktenordner morgens in den Zug nach Karlsruhe gestiegen und um 14 Uhr
stand ich dann vom Verfassungsgericht und habe das dann abgegeben mit Bestätigung. Und da hatte ich das Gefühl, Mensch, ich glaube, hier bin ich endlich mal richtig. Hier beschäftigen sich die Richter oder Richterinnen mal explizit mit meinem Anliegen und nein, leider nicht. Also ich habe das Gefühl, die haben sich das auch gar nicht richtig angeguckt. Ich habe nämlich so eine Standardablehnung bekommen, jetzt im Januar diesen Jahres, 23. Dem Gericht hat sich eine Grundrechtsverletzung, hier das Recht auf körperliche Unversehrtheit, in Bezug einer Nutzen-Risiko-Abschätzung von toxischen Leitlinientherapien und gegebenenfalls stattdessen alternativer Inanspruchnahme komplementärer Therapien. Also wie gesagt, hat sich dem Gericht nicht deutlich genug erschlossen. Also ich habe praktisch mein Grundrecht, hätte ich nicht deutlich genug betont, artikuliert, begründet, warum ich mich verletzt fühle. Und ich fühle mich verletzt, wenn ich hochtoxische Therapien als Auswahl nur bekomme. Wir schauen uns das nochmal genauer an. Folgende Therapien wurden Rosi empfohlen. 6-mal Chemotherapie nach dem TCH-Schema, mögliche Nebenwirkungen, unter anderem kardiotoxische Effekte. 28-mal Strahlentherapie, mögliche Nebenwirkungen, unter anderem Herz-Kreislauf-Probleme. Vor allem bei einer Bestrahlung der linken Brust, wie in Rosis Fall, erhöht sich das Risiko signifikant. Zusätzlich sollte sie über ein Jahr lang alle 4 Wochen Herzeptin über Infusion bekommen. Auch unter der Gabe von Herzeptin treten gehäuft Herzschäden, Herz-Kreislauf-Reaktionen und schwerwiegende Infusionsreaktionen auf. In einer Studie, Bendel-Kenzer von 2003, wurde beobachtet, dass nach Gabe von Herzeptin häufiger Hirnmetastasen auftreten. Mit Sicherheit weiß man, dass Herzschäden bei 4% der Patientinnen stattfinden. Außerdem sollte Rosi Bisphosphonate einnehmen. Auch hierzu hat sie umfangreich recherchiert und unter anderem Folgendes gefunden. Eine Zwischenauswertung der sogenannten Azure-Studie hat ergeben, dass Patientinnen von der zusätzlichen Gabe der Bisphosphonat-Zometer nicht länger krankheitsfrei überlebt haben, als die, die das Bisphosphonat nicht bekommen haben. Aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse dieser Studie hat die Herstellerfirma Novartis den Zulassungsantrag für die zusätzliche Gabe von Sumeter bei frühem Brustkrebs zurückgezogen. Das heißt, für die vorbeugende ergänzende Gabe bei frühem Brustkrebs ist das Medikament nicht mehr zugelassen. Es hat somit eine Zulassung alleine für die Behandlung von Knochenmetastasen. Ja, warum sollte ich das dann mir antun? Zur Erinnerung. All diese Therapien sollte Rosi rein prophylaktisch bekommen, also ausschließlich vorbeugend. Das war mir doch genug Information, um von allem Abstand zu nehmen. Also, ich wollte mich ja nicht weiter schwächen, sondern ich wollte mich ja aufbauen. Ja. Und ich suchte etwas Zuverlässigeres. Und wie gesagt, um wieder auf diese beiden Therapieformen zurückzukommen, die ich dann in Anspruch genommen habe, also die haben mich nur gestärkt. Ich habe da überhaupt keinerlei Nebenwirkungen verspürt und keine Langzeitfolgen, also negative Langzeitfolgen. Neben dem Ziel, ihren Körper wieder auf ein möglichst hohes gesundheitliches Niveau zu bringen, war es ihr außerdem wichtig, nach den Ursachen ihrer Erkrankung zu suchen. Stress im Berufsalltag sowie traumatische Erfahrungen aus der Kindheit waren Themen, die sie bearbeitet hat. Außerdem hat sie ihrer kreativen Ader als Künstlerin und Sängerin wieder mehr Raum gegeben. In der Schulmedizin wurden ihr Ansätze wie diese nicht angeboten. Das ist ein Grundprinzip unserer Medizin, vor allen Dingen unserer sogenannten Schulmedizin, dass man eigentlich eine rein symptomorientierte Therapie macht. Es gibt ja für alle anderen Krankheiten auch so. Beim Asthmatiker, der kriegt irgendein Asthmaspray und, wie ich sagte schon, beim hohen Blutdruck wird ein Blutdrucksenker verordnet und solche Dinge. Aber keiner interessiert sich letztlich dafür, wie die Zusammenhänge sind. Beim Asthma zum Beispiel wissen wir, die haben fast alle eine Darmfunktionsstörung, die Asthmatiker. Und wenn wir Asthmatiker haben, dann machen wir den Darm wieder gesund und dann geht das Asthma weg. Diese Zusammenhänge kennen wir zum Beispiel aus der chinesischen Medizin. Das wird aber auch nicht umgesetzt. Man kümmert sich einfach zu wenig um die Ursachen und damit kriegt man auch keine Heilungen. Und damit haben wir so viele chronische Kranke.
Bei einer ganzheitlichen Herangehensweise geht es also darum, Ursachen zu suchen und die Behandlung dieser Ursachen in das individuelle Therapiekonzept zu integrieren. Dass man wirklich jeden Patienten einzeln betrachtet, individuell beurteilt, in der Hinsicht auch, dass man jetzt nicht nur allein den Tumor sich anschaut und den klassifiziert und einstuft und in Leitlinien verpackt, sondern dass man wirklich den ganzen Menschen ringsherum sieht. Und dann natürlich auch die Psycho-Onkologie, die zwar heutzutage mit dazugehören sollte, aber trotzdem immer so im Nebenzimmer nur gemacht wird. Wenn die also auch von jedem Onkologen mit durchgeführt wird, ja, dann haben wir also schon auch nochmal einen ganz, ganz großen Sprung gemacht, wenn eben der Patient wieder mehr im Mittelpunkt steht. Doch auf einen Therapieweg, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, müssen sich Betroffene meist aus eigener Kraft begeben und über den Tellerrand der Schulmedizin hinausschauen. Rosi hat ihren individuellen Weg nach sehr viel Recherchearbeit schließlich gefunden. Sie hat sich neben der Hyperthermie auch für eine individuell auf sie abgestimmte Infusionstherapie entschieden. Ein wichtiger Bestandteil war hier auch Vitamin C. Da muss ich sagen, nach einem halben Jahr merkte ich das auch, wie die Kraft wieder zurückkam. Es gibt Unmengen Publikationen an Vitamin C-Hochdosis. In der Onkologie muss man damit sehr vorsichtig sein, weil es auch mit Hochdosis Vitamin C eine wirksame Chemo- oder Strahlentherapie komplett auf Null fahren können. Ist es doch falsch, eine Generalisierung zu machen, zu sagen, keine Vitamine. Ja? Vitamin kann die Therapiewirkung aufheben. Kann. Aber wenn ich weiß, mit welchem das passt, dann sollte ich das so geben, weil wir wissen, gerade die Krebspatienten, gerade wenn sie in der Therapie sind, haben sie Mangel. Sie haben Mangelerscheinungen, Mangel an Vitaminen, Spurenelementen, Enzymen. Wie kann dann mein System arbeiten, wenn ich das nicht substituiere? Und nicht nur Vitamininfusionen können in einem individuellen Therapiekonzept hilfreich sein. Wir möchten hier nur kurz auf zwei weitere Behandlungsoptionen eingehen, deren Wirkung bereits gut belegt ist. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass man nach fast 100 Jahren Misteltherapie heute immer noch sagt, ist Humbug. Obwohl es randomisierte, kontrollierte Studien gibt, die zeigen, dass eine onkologische Therapie besser vertragen wird, wenn die Patienten diese Misteltherapie zusätzlich bekommen. Aus Unkenntnis, die meisten Kollegen dann sagen, das ist alles Humbug. Ja, sie sperren sich gegen wissenschaftliche Daten. Es gibt einige Substanzen pflanzlicher Herkunft, von denen ist dessen Wirkung unumstritten. Ne, von dem wissen wir aus USA zum Beispiel, also haben sie bei Pankreaskarzinom mit Gemcitabin, eine Chemotherapie bei Pankreaskarzinom, das Kurkumin verbunden gegeben, ja, Kurkumin zusätzlich gegeben. Da konnten sie in den Tiermodellen zeigen, dass sie doppelt so effektiv waren als nur die Chemotherapie alleine. Und bis vor kurzem hatten wir die Möglichkeit nicht, dass man diese Kurkumin als Infusion geben kann. Jetzt gibt es Medikamente, die werden in zugelassenen Labors der Klasse A wie ein klassisches Medikament produziert. Sie sind sicher in der Handhabung, in der Wirkung. Und wenn ich diese Studien und Grundlagen habe, dass das mit einer bestimmten Therapie gut zusammenpasst, warum sollte ich das nicht machen? Wir stellen uns die Frage, inwieweit ein ganzheitliches Therapiekonzept positiven Einfluss auf die Prognose nehmen kann. Da bei ganzheitlichen Konzepten immer mehrere Faktoren den Unterschied machen, sind Studien, die den Nutzen belegen, nur schwer zu realisieren. Doch es gibt bereits interessante Arbeiten, die uns hellhörig machen sollten. Kollege Schuppert hat vor einigen Jahren mal eine Zusammenstellung gemacht von mehreren Patienten, die nur eben eine Operation hatten und dann eine naturheilkundliche Nachbehandlung. Da konnte nachweisen, hat das ja auch studienmäßig an der Universität mit absichern können, dass im Grunde genommen kein so sehr großer Unterschied vorhanden ist. Also das heißt, wenn man Langzeiteffekte dann sich anschaut. Ja, das war für uns selbst auch überraschend und dann auch wegweisend für unsere weiteren Therapien, dass wir gesehen haben, dass doch der Nachteil der Chemotherapie so groß ist,
und dass die Patienten, die Fernmetastasen entwickeln, sehr häufig vorher eine Chemotherapie bekommen haben, sodass man eigentlich davon ausgehen muss, dass die Chemotherapie die Bildung von Fernmetastasen begünstigt. Und deshalb muss man sich dann noch genauer überlegen, ob man so etwas tun will. Und ich spreche jetzt nicht von einer Chemotherapie bei Patienten, die eine fortgeschrittene Krebserkrankung haben, meinetwegen Leber- oder Lungenmetastasen, sondern um gesunde Patienten, die nach der Operation tumorfrei sind und denen man dann verspricht, wenn sie eine Chemotherapie machen, dann würden sie bessere Überlebenschancen haben. Und das Gegenteil scheint der Fall zu sein nach diesen Ergebnissen, die wir da hatten. Das Problem ist, dass man seitens der pharmazeutischen Industrie, die ja eigentlich für diese Forschung zuständig ist, sagt, wir können nicht eine Gruppe von Patientinnen, die keine Chemotherapie machen, vergleichen mit einer Gruppe, die Chemotherapie machen, weil das unethisch wäre. Man setzt selbstverständlich voraus, dass Patientinnen ohne Chemotherapie schlechtere Ergebnisse hätten. Aber bei Ihnen war es ja so, dass die Patienten von sich aus gesagt haben, genau, ich möchte keine Chemotherapie, genau, und die kann man ja in eine Studie aufnehmen, das ist ja ethisch korrekt. Ja, das war eine retrospektive Auswertung, das heißt, sie hat sich unsere Daten angesehen von diesen 400 Patientinnen und da waren eben sehr viele dabei, die von sich aus gesagt haben, wir wollen keine Chemotherapie, und andere wollten eine Chemotherapie, fühlten sich damit sicherer, wir stellen uns dem auch nicht in den Weg. Aber dann hatten wir Material, um das auswerten zu können. Und unsere Auswertung hat ja auch ergeben, dass wir bei Patientinnen mit einem kleinen oder mittelgroßen Mammakarzinom wir eine 100%ige 5-Jahres-Überlebensrate hatten. Das heißt, von denen ist uns niemand gestorben. Bei Patientinnen, deren Tumor mehr als 5 cm groß gewesen war oder die mehr als 3 befallene Achsellymphknoten hatten, hatten wir eine statistische 5-Jahres-Überlebensrate von 76%. Immerhin. Ja, aber das zeigt eben auch, dass dieses Konzept erfolgreich ist und dem Konzept der reinen Schulmedizin überlegen ist. Es wäre also wünschenswert, dass wir uns in der modernen Medizin zurückbesinnen und altes Wissen aus der Erfahrungsheilkunde sowie auch Forschungsergebnisse zu natürlichen und nicht so aggressiven Behandlungsansätzen mehr integrieren. In Südkorea haben sie innerhalb von 2-3 Jahren 2-3 Lehrstühle aufgebaut für komplementäre Therapien. Die gehen wieder zurück zu traditionell koreanischer Medizin, weil sie gesehen haben, dass nur die klassische onkologische Therapie nicht wirklich sehr zielführend war. Die haben einen gewissen Level erreicht, aber darüber geht es nicht weiter. Es ist für den Staat, für die Gesellschaft immer teurer, immer neue Medikamente, neue Geräte zu kaufen. Und jetzt beruhen sie sich wieder auf ihre alten Traditionen und der Staat fördert das maximal und sie versuchen das mit zu integrieren in die moderne Medizin mit ihrem alten Wissen. Und Deutschland hat auch eine traditionelle Medizin. Deutschland hat auch eine anthroposophische Medizin, Homöopathie. Heute wird über Homöopathie so kontrovers diskutiert. Es sind nur meiner Ansicht nach 1-2 Meinungsmacher. Wenn Sie allein Homöopathie gucken, gibt es 90 randomisierte Studien. Davon sind 10 negativ. Die zitieren nur diese 10, dass das nichts bringt. Also es ist politisiert worden, die Medizin ist politisiert worden, deswegen kommen wir hier nicht voran. Und andere Länder holen uns auf. Und wir werden irgendwann darauf angewiesen sein, Know-how und Technik aus dem Ausland einzuführen, weil wir hier blockiert werden. Auch die Hypothermie kann medizingeschichtlich gesehen auf eine sehr lange, gar Jahrtausende alte Tradition zurückblicken. Bereits im alten Ägypten hatten die Menschen die heilsame Wirkung von Wärme erkannt. Diese Papyrusrollen sind ja entdeckt worden von einem deutschen Archäologen. Das zeigt ja, dass dort schon eine ganz lange Tradition auch ist, dass man das auch wusste und weiß. Ja, das geht ja dann weiter, dass Parmenides 500 Jahre vor Christus schon gesagt hat, also gibt mir die Möglichkeit, Fieber zu erzeugen, ich heile an Krankheiten. Das ist das, was wir alle am meisten kennen. Das ist eigentlich so das Bekannteste, aber auch Hippokrates hat gesagt, wenn du eine Krankheit mit Medizin nicht heilen kannst, dann musst du operieren. Wenn du nicht operieren kannst, dann musst du ihn überwärmen. Wenn du ihn nicht überwärmen kannst, dann kannst du gar nichts mehr tun.
Paracelsus hat gesagt, Fieber hat eine reinigende Wirkung. Ja, das wurden dann teilweise eben auch lichtsensible Tinkturen, zum Beispiel beim Mammakarzinom, auf die Brust aufgebracht und in die Sonne gelegt. Ja, das sind so alte Sachen, die auch schon in Ägypten bekannt waren. Oder eben Paracelsus hatte dann auch teilweise Tumore mit Brandeisen behandelt. Also das heißt auch mit Hitze sozusagen diese Dinge ausgebrannt. Auch in den 80er und 90er Jahren wurde die Hyperthermie bereits in der modernen Medizin eingesetzt und weiterentwickelt. So war das so gewesen, dass man am Anfang versucht hat, mit Überwärmungsbädern zu arbeiten, wo man die Patienten aber so hoch dann hochheizen musste, teilweise über 50 Grad, sodass das nur mit Narkose ging. Und da ist eigentlich der Name Professor van Ardennes ein entscheidender Punkt, weil der sich also schon sehr lange damit beschäftigt hatte, dass man am besten die Körperkerntemperatur erwärmen kann, indem man wassergefilterte Infrarotstrahlung verwendet und diese dann dazu führt, dass man eine Art künstliches Fieber erzeugt. Und das war dann sozusagen der Startpunkt in den 80er Jahren, mit dieser Technik dann auch eine Krebstherapie zu entwickeln. So hat sich also die Hyperthermie auch gemausert. Aus den Anfängen sind wir raus. Wir haben die Leitlinien rausgegeben. Die sind ins Englische übersetzt worden, die sind ins Polnische übersetzt worden, die sind ins Koreanische übersetzt worden, die werden gerade ins Russische übersetzt. Also die Leitlinien werden auch immer internationaler. Und nun ist es an der Politik, den Weg für die Hyperthermie zu bahnen, sodass sie schon möglichst bald überall dort eingesetzt werden kann, wo sie gebraucht wird. Und es ist an uns allen, daran mitzuwirken und dafür einzustehen, dass naturheilkundliche Verfahren wie die Hyperthermie nicht länger an den Rand gedrängt werden. Wir müssen als Gesellschaft entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden, wo wir nicht alle gleich sind, wo jedes Individuum jede Therapie anders verträgt. Wir brauchen ein Umdenken in der Medizin. Von der reinen symptomorientierten Behandlung wieder mehr hin zur Ursachenbehandlung. Von der dominierenden Gewinnorientierung wieder mehr hin zur Orientierung an den individuellen Bedürfnissen des einzelnen Menschen. Dass der Fokus auch bei der Patientenaufklärung mehr darauf liegt, etwas miteinander zu entwickeln und nicht angesichts der oft entstehenden Zeitknappheit, dass man irgendwelche Therapien und Lösungsvorschläge unreflektiert entgegengeschleudert bekommt und dann alleine sehen muss, wie man damit fertig wird. Ich finde, es geht doch um einen selbst, um die eigene Gesundheit. Und da muss einfach die Zeit dazu sein, dass man miteinander Therapiewege entwickelt, gerade bei so lebensbedrohlichen Erkrankungen. Ja, was mich besonders stört und ärgert, dass man eben durch Angsterzeugung versucht, die Patienten in die Chemotherapie zu bekommen. Wenn man sagt, wenn sie keine Chemotherapie machen, dann sind sie in 2 Jahren tot oder solche Sprüche höre ich dann häufig. Das finde ich ein zutiefst unärztliches Verhalten, was meiner Ansicht nach auch bestraft werden sollte. Und ich verstehe nicht, wie Kollegen, die ja doch normalerweise ein gutes Abitur gemacht haben, einfach an einer Therapie festhalten und jeden Tag sehen, dass Patienten darunter metastasieren und trotzdem nicht auf die Idee kommen, etwas zu ändern. Also ich kläre meinen Patienten so auf nach bestem Wissen und Gewissen. Und wie ich meine Angehörigen behandeln würde oder wie ich mich behandeln würde. Warum auf so viel Wissen verzichten? Jahrtausende, Jahrhunderte alte Erfahrungswissen verzichten, warum? Laut dem Statistischen Bundesamt sterben in Deutschland jährlich über 200.000 Menschen an Krebs. Doch muss das wirklich sein? Wie würden die Zahlen aussehen, wenn wir es endlich schaffen würden, zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde Brücken zu bauen? Und wenn als erster Schritt die Hyperthermie in der Onkologie den Stellenwert erhält, den sie verdient, könnte allein dadurch schon die Sterberate reduziert werden? Dafür gibt es viele Zitate renommierter und prominenter Persönlichkeiten, die die Hyperthermie schon längst als vierte Säule in der onkologischen Behandlung
bestätigt haben und sich das wünschen. Also kann man diese Frage ganz klar mit Ja beantworten und man soll schon ehrlich im Interesse der Patienten auch den Mut haben, es einzufordern. Und wir dürfen uns nicht von Kassenrestriktionen und von starren bürokratischen Systemen beeinflussen lassen, die solche Schritte verhindern. Es wäre also wünschenswert, die Kenntnisse, die man gewonnen hat, dass die Hyperthermie Strahlentherapie wirkverstärkt, dass die Hyperthermie Chemotherapie wirkverstärkt, dass die Hyperthermie moderne Immuntherapeutika in der Wirkung verstärkt und Synergismen aufzeigt. Wenn das bekannt ist, warum nutzt man sie nicht? Muss man sagen, es ist ein Vergehen an den Menschen, zuzuschauen, dass eine Verbesserung der Optionen, damit eine Verbesserung der Prognose der Krebserkrankungen nicht zugelassen wird und damit auch nicht sich ehrlich bemüht wird, die Sterberate zu reduzieren. Und ich wünsche mir, dass wie weltweit auch in Deutschland die Hyperthermie kommt zum Nutzen des Patienten. Dann haben alle Krebspatienten wirklich einen Überlebensvorteil. Und unser Wunsch ist es, dass dieser Film und unsere weiteren Bemühungen den Stein mit ins Rollen bringen. Wenn wir noch mehr Aufklärungsarbeit leisten und sich auch immer mehr Onkologen für dieses Thema öffnen, dann öffnet die Hyperthermie vielleicht das Tor für eine Medizin, in der die Schulmedizin und die Erfahrungsheilkunde gleichermaßen Raum und Anerkennung finden. Um ein Fundament für diese integrative Medizin zu schaffen, dürfen wir uns aber vorerst von einem verabschieden: Spaltung. Das Thema Spaltung schränkt uns als Gesellschaft nicht nur in der Medizin ein. Es begegnet uns in sehr vielen Lebensbereichen. Wir können als Menschheitsfamilie ein friedvolles Miteinander gestalten, indem wir spaltende Gedanken und Verhaltensmuster ersetzen durch... Da fällt mir so der Hermann Hesse ein, der gesagt hat, Liebe ist das Entscheidendste von allem. Wer ohne Liebe lebt, der... kann gar nicht richtig leben. Und genau darum geht es. Also das heißt, wenn wir mit Liebe die Naturheilkunde, die Hyperthermie auch weiter befeuern und die Patienten dies auch mittragen, dann haben wir auch eine Chance, dass es sich weiter etabliert.